Hallo, du hast für dein Tablet einen Namensaufkleber bekommen und weißt nicht, wie du deinen Namen aufkleben sollst? Kein Problem, dieses Video hilft dir weiter. Du könntest die einzelnen Buchstaben abziehen und aufkleben, allerdings wird dann garantiert dein Name ziemlich geschwungen auf dem iPad draufkleben und deswegen zeige ich dir jetzt, wie du das mit Hilfe deiner Leckkarte ganz einfach, natürlich noch ein bisschen Klebeband, Schere machen kannst, dass dein Name gerade und sauber und ordentlich auf deinem Tablet klebt. Doch der Reihe nach. Du schneidest dir von dem Klebeband, ein ganz einfaches, billiges geht am besten, ein paar Streifen. Und zwar müssen die Streifen breiter sein als dein Name auf dem Aufkleber. Und du nimmst bitte so viele Streifen, dass du auch zum Beispiel alle I-Punkte und ähnliches mit abklebst mit diesem Klebeband. Man kann mit der Leckhardt schon so einmal leicht so drüber rubbeln. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, das Klebeband abzuziehen. Und wie du siehst, wird der Name automatisch perfekt ausgerichtet hier bleiben auf dem Klebeband, sodass du jetzt nur noch in aller Ruhe gucken musst, dass du zum Beispiel parallel zu der unteren Kante mit Hilfe eines Geodreiecks oder ähnliches die Klebestreifen und damit deinen Namen auf dein Tablet aufklebst. Jetzt musst du kräftig hier einmal mit einer Leckkarte drüber ziehen und dann in aller Ruhe das Klebeband abziehen. Falls die Aufkleber mit deinen Buchstaben mit sich ablösen sollten, kann es sein, dass du dein iPad vorher nicht sauber gemacht hast. Das ist ganz wichtig. Oder dass einfach der Aufkleber noch nicht perfekt klebt. Was du machen kannst, ist scharf knicken und sozusagen mit der Leckhardt das Ganze ja fast schon abrasieren. In einem spitzen Winkel so abziehen. So kriegst du deinen Namensaufkleber auf dein Tablet. Viel Spaß dabei!